Herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial-Video hier zur Nextcloud-Serie. In diesem Video werden wir unsere Nextcloud mit einem Chat sowie Audio- und Video-Chat ausstatten. Und zwar mit Nextcloud Talk. Damit ist es uns möglich, relativ einfach mit eben unseren Mitgliedern der Wolke in Verbindung zu stehen. Egal ob per Textnachricht oder einem Audioanruf oder sogar mit Videoanruf. Ein Videoanruf kann sogar so weit gehen, dass ein Desktop-Nutzer beispielsweise auch seinen Desktop teilen kann und eben allen Teilnehmern den aktuellen Desktop oder ein geöffnetes Programm zeigen kann. Nextcloud Talk ist relativ einfach installiert. Wir werden das Ganze aber hier quasi in der Vollversion installieren, damit du das Ganze bei dir problemlos zu Hause nachmachen kannst. Denn wir haben im Normalfall das Hindernis Firewall. Denn die Firewall blockiert zum einen Ports und zum anderen ändert sie IP-Adressen ab, was Nextcloud Talk daran hindert, eben mehrere Personen hinter einer Firewall korrekt zu verbinden. Wenn du zum Beispiel das Ganze auf einem Server im Internet installierst und von zu Hause aus zum Beispiel zwei oder drei Mitglieder hast, die einen Videochat führen möchten, die über einen Internetanschluss dann rausgehen, die können unter Umständen Probleme bekommen, eben ihr Videobild beispielsweise zu sehen. Wenn dann noch andere dazukommen mit anderen Internetanschlüssen, dann kann es problematisch werden. Wir lösen das ganze Problem mit einem Stun- und Turn-Server. Deswegen die Vollversion von Nextcloud Talk. Wir brauchen drei Voraussetzungen. Voraussetzung Nummer 1, dass das Ganze eben funktioniert, ist eine Domain. Denn wir brauchen eine gültige Domain, auf der wir ein Zertifikat ausstellen können, denn das Ganze muss über HTTPS abgesichert werden. Wenn das Ganze nicht über HTTPS abgesichert wird, werden die Browser streiken, ein Bild oder einen Ton zu übertragen. Wir brauchen daher dringend eine Domain und wir stellen darauf einfach ein Zertifikat aus, dass wir keine Browserwarnungen erhalten. Wir werden das Ganze auch nachher verschlüsselt einrichten, dass die Browser hier keine Probleme haben und das Bild und den Ton problemlos übertragen. Zum einen solltest du Zugriff auf deine Firewall haben, unter Umständen auch deinen Router, denn wir brauchen einen weiteren Port, der geöffnet werden muss. Zum anderen sollte der Server etwas Leistung aufweisen, denn umso mehr Teilnehmer dazukommen, umso mehr Leistung braucht der Server, um eben die ganzen Streams korrekt an die Teilnehmer ausliefern zu können. Wer mit einer Einkern-CPU daherkommt, der kann hier gleich aufhören. Hier empfehle ich wirklich so 3 oder 4 Kerne zu haben und Minimum 4 GB Arbeitsspeicher, das von allem genügend vorhanden ist und auch nebenbei ein Download von der Cloud problemlos gemacht werden kann, ohne die Sitzung zu stören. So, nachdem ich jetzt viel gelabert habe, fangen wir endlich mit der Installation an. Die ist zumindest von der Nextcloud-Seite her nicht ganz so umständlich. Wir gehen hin, hier oben auf unser Profilbild, wählen dann hier Apps aus und suchen dann hier oben nach Talk. Wir finden dann hier das Plugin Talk, momentan hier bei mir jetzt zur Tutorial-Version in der Version 10.0.3. Wichtig auch hier, das ganze Ding ist ein offizielles Add-on für die Cloud. Deswegen sollte das dann dabei rauskommen. Wir können das anklicken hier mit den netten paar Herren und einer Dame im Vorschaubild. Wir gehen einfach hier auf Herunterladen und Aktivieren. Kann dann je nachdem, wie schnell dein Server ist und dein Internet, einen kleinen Moment dauern. Sobald das dann durch ist, kann ich zumindest schon mal sagen, für all diejenigen, die den Chat nicht über das Internet nutzen und wirklich nur intern in ihrem lokalen Netzwerk verwenden, für die ist jetzt das Ganze schon erledigt. Für all diejenigen, die eben Nextcloud Talk auch übers Internet verwenden möchten und beispielsweise das Ganze auf einem Server im Internet installiert haben, die müssen jetzt noch weitermachen. Wir gehen dann hin, minimieren mal den Browser und öffnen eine SSH-Sitzung zu unserem Server. Ich gehe hier wie üblich über PuTTY rein, melde mich dann auf unserem Server an und habe mir auch gleich hier Root-Rechte besorgt, denn ohne Root-Rechte komme ich jetzt hier leider nicht weiter, denn wir müssen ein Programm nachinstallieren. Da es schon ein paar Tage her ist, seitdem wir die Wolke in Betrieb genommen haben und auch die Videosets in Abständen erschienen sind, ist es auch mal an der Zeit, unsere Nextcloud zu aktualisieren. Deswegen ein APT-Update und APT-Upgrade hinterher schicken. Eventuell gibt es noch ein paar Pakete. Ja, da hat er noch kurz was gefunden. 5. Okay, er hat 5 Pakete aktualisiert. Wunderbar. Nun geht es an die Software. Wir brauchen die Anwendung Coturn. Das ist eigentlich in den offiziellen Paketquellen aller Debian-Distributionen eigentlich enthalten. Wer eine andere Distribution bei Linux eben einsetzt, der muss mal gucken, ob es verfügbar ist. In der Regel schon. Wir schicken das Ganze ab, lassen das Ganze kurz installieren.
Ist nur ein kleines Tool, geht auch ganz schnell das Ganze zu installieren. Und ja, jetzt müssen wir nur noch zwei Dateien anpassen. Die erste ist im Ordner EDC und dann Default und nennt sich Coturn. Die machen wir mal mit dem Editor Nano auf und aktivieren das Ganze einfach kurz, indem wir hier in der letzten Zeile das Ganze einfach aktivieren, sprich die Raute entfernen, damit die Zeile aktiv wird. Wir müssen hier nichts ändern. Wir können die Datei so speichern, also Steuerung X mit Y das Ganze bestätigen und einmal Enter. Und damit wären wir mit dem leichten Teil durch. Nun müssen wir noch die Konfigurationsdatei anpassen. Die finden wir im Ordner EDC und nennt sich turnserver.conf. Machen wir ebenfalls im Editor Nano auf. Und hier haben wir jetzt einiges zu editieren. Alle Parameter, die wir jetzt hier brauchen, die habe ich auch auf meiner Homepage niedergeschrieben. Link dazu wie üblich unten in der Videobeschreibung. Sucht einfach die passenden Stellen jetzt und scrollt hier nicht nach unten. Die Datei ist etwas größer, deswegen ihr könnt euch hier dumm und dämlich suchen. Wir suchen nach dem ersten Parameter. Dieser nennt sich TLS-Listening-Port ist gleich. Wir kommen hier an der Zeile dann raus, wenn wir Enter gedrückt haben. Diese Zeile aktivieren wir, sprich die Raute weg. Dieser Port, den wir hier haben, der muss dann auch in eurer Firewall freigeschaltet werden. Also Port 5349. Einmal via TCP und einmal via UDP. Über diesen Port ist eben der Coturn-Server dann erreichbar. Das braucht auch dann nachher die Nextcloud, um korrekt zu funktionieren. Der nächste Parameter ist Fingerprint. Wir drücken wieder Enter, finden dann hier diese Zeile, die aktivieren wir auch. Und gerade darunter findet sich LT-Cert-Merge, die aktivieren wir auch. Als nächstes haben wir Use auf Secret. Das bringt uns dann hierher, hier noch ein bisschen runter, finden wir hier diesen Eintrag ebenfalls aktivieren. Dann geht es weiter mit Static auf Secret, also ein bisschen das gerade darunter. Die Zeile aktivieren wir auch und tragen hier nun ein super sicheres Passwort ein. Nehmt hier einen Passwortgenerator und macht euch ein ewig langes Passwort. Nein, das Passwort müsst ihr euch nicht merken, das müssen wir nachher nur einmal in der Nextcloud hinterlegen. Das sorgt einfach nur dafür, dass die Nextcloud sich super sicher mit dem Coturn-Server verbinden kann und die beiden eben miteinander kommunizieren können, damit das Ganze funktioniert. Dieses Passwort muss keiner deiner Nutzer eingeben. Also hier ein super sicheres Kennwort hinterlegen. Ich kopiere mir das Ganze einfach dann raus, mache mal kurz einen Editor auf und füge das ein. Das brauchen wir nachher in der Nextcloud noch. Als nächstes suchen wir nach Realm ist gleich, finden dann hier den Eintrag und den aktivieren wir auch und fügen hier nun die URL zu unserer Nextcloud ein. Ich habe ja am Anfang gesagt, wir brauchen eine Domain und am besten ein Zertifikat, damit wir das Ganze via HTTPS auch absichern können. Also solltest du jetzt ja deine Domain kennen. In meinem Fall, hier auch in den vorherigen Videos, nextcloud.hurli.net. Weiter geht's mit Total Quota. Das finden wir hier. Wir aktivieren die Zeile und ändern die 0 ab zu einer 100, also gerade eine 10 davon noch einfügen. Als nächstes haben wir BPS Capacity. Drücken wir wieder Enter, kommen wir hierher. Die Zeile aktivieren wir auch. Hier brauchen wir nichts ändern. Dann haben wir Stale Nonce oder wie auch immer man das aussprechen möchte. Die Zeile aktivieren wir auch. Hier brauchen wir auch nichts ändern. Als nächstes brauchen wir in der Konfiguration noch ein Zertifikat. Deswegen mal cert ist gleich suchen. Das bringt uns hierher. Und die Zeile aktivieren wir auch. Und fügen hier unser SSL-Zertifikat ein. Das haben wir ja bei der Installation der Nextcloud schon angelegt. Denn unsere Nextcloud ist ja via HTTPS abgesichert. Deswegen den Eintrag hier mal löschen. Und wer Let's Encrypt nimmt, kann hier meinen Beispielcode von der Homepage nehmen. Das wäre der hier. Und hier müssen wir nur unsere Domain eintragen. Dann passt der Pfad nämlich. Wenn du dein SSL-Zertifikat irgendwo anders abgelegt hast, dann pass eben hier den Pfad nach deinen Bedürfnissen an. Dasselbe Spiel hier unten noch für den Key unseres Zertifikats. Die Zeile aktivieren wir einmal und entfernen hier mal das Beispiel. Nehmen hier mein Beispiel von der Homepage und fügen auch hier wieder die Domain ein. Als nächstes brauchen wir noch einen Chipper, deswegen mal nach Chipper-List ist gleich suchen. Kommen wir hier raus, aktivieren wir auch, entfernen hier das Default und fügen auch hier mein Beispiel von der Homepage wieder ein.
Das ist jetzt ein bisschen länger. Deswegen den ganzen Kladderadatsch hier einfach einfügen und gut ist. So, nächster Wert. No Loopback Peers suchen wir mal. Und dann kommen wir hier raus. Wir gehen hier weiter runter und finden dann den Eintrag Allow Loopback Peers. Diesen brauchen wir nicht, sondern wir wollen hier ja No Loopback Peers. Deswegen fügen wir das Ganze einfach hier ein. Aktiviert das Ganze jetzt hier bloß nicht, weil das wird nachher dazu führen, dass euer CoTurn-Server nicht korrekt startet. Dann haben wir hier gerade ein bisschen weiter drunter No Multicast Peers. Das aktivieren wir auch. Dann suchen wir nach dh-file ist gleich. Wir kommen hier raus, aktivieren die Zeile und machen hier das Beispiel weg. Und nehmen hier auch das Beispiel von der Homepage. Das wäre dann etc/nginx/ssl/dh-params.pem. So, nächste Parameter wäre no-tls-v1. Dann kommen wir hier ans Ende der Konfiguration. Das aktivieren wir und no-tls-v1.1 bzw. 1-1. Die zwei Zeilen hier, die deaktivieren einfach nur tls1 und 1.1, was mittlerweile ja als unsicher gilt. Wir lassen tls1.2 deaktiviert, sprich das verwendet er nachher, um eine sichere Verbindung aufbauen zu können. Das Protokoll gilt momentan noch als sicher. So, letzte Parameter in der Konfiguration. No std out log. Kommen wir hier raus, das aktivieren wir auch noch. So, damit werden wir durch, sprich einmal Steuerung X, Y und Enter, haben wir das Ganze gespeichert und sind wieder rausgegangen. Jetzt müssen wir den CoTurn-Server nur noch einmal neu starten, sprich Service CoTurn Restart. Wir drücken Enter. Es darf jetzt keine Fehlermeldung kommen. Damit sind wir eigentlich auch komplett durch, zumindest auf der Serverseite her. Hier müssen wir jetzt eigentlich nichts mehr machen. Wir können zurück in unsere Nextcloud, gehen dann hier oben auf das Menü, gehen in die Einstellungen, gehen dann hier ein bisschen runter und dann finden wir hier den Abschnitt Talk. Hier kannst du noch ein paar freiwillige Anpassungen machen, wenn du es machen möchtest. Wir müssen jetzt erstmal noch ein bisschen weiter hier runter gehen. Und dann finden wir hier den Abschnitt Stun-Server und Turn-Server. Bei Stun-Server können wir zum Beispiel hingehen und zusätzlich noch zum Stun-Server von nextcloud.com unseren angeben. Also hier in meinem Fall nextcloud.turly.net:443. Und dann ist das Ganze auch schon gespeichert worden. Den Port 443 haben wir ja in der Regel schon freigegeben, denn sonst könnten wir hier die Nextcloud gar nicht aufrufen. Dann brauchen wir noch einen Turn-Server. Drücken wir hier auf das Plus und fügen dann hier den Turn-Server ein. Also nextcloud.early.net und dann Doppelpunkt und dann den Port des Turn-Servers, was 5349 wäre. Hoppla, da hat er das, den Doppelpunkt nicht reingepackt. So, so ist besser. Dann müssen wir hier noch das Secret angeben. Das ist eben das Passwort, was wir festgelegt haben. Sprich das, was ich hier jetzt mal momentan noch im Editor drin habe. Kopieren wir das Ganze und fügen das Secret hier ein. Wir drücken dann irgendwo hin. Wir sehen hier den kleinen grünen Haken. Er hat es gespeichert und prüft nun die Verbindung. Es kann jetzt sein, dass das erste Mal das Ganze hier dran steht mit keinem funktionierender ICE-Kandidat durch den Turn-Server zurückgesendet. Okay, wir geben dem ganzen Ding einfach mal noch ein paar Minuten Zeit. Der braucht ab und zu so ein paar Sekunden oder Minuten, um zu raffen, dass er wirklich hier dann auf dieser Adresse auch erreichbar ist. Wir werden im Anschluss dann hier so ein Herzschlagrhythmus-Symbol bekommen, so wie so ein EKG-Ding. Aber jetzt hat der gerade umgeschalten und damit wäre das Ganze jetzt aktiv. Also jetzt hat er auch erfolgreich den Test fahren können. Zeigt hier leider nicht an, von wegen alles in Ordnung, ist vielleicht ein bisschen blöd. Aber wir haben jetzt hier den Herzschlag da, wir sind also verbunden. Damit werden wir eigentlich mit der Einrichtung komplett durch. Wir haben jetzt hier oben im Menüband den Eintrag Talk hinzubekommen. Den können wir anklicken und dann landen wir hier auf der Talk-Seite. Hier haben wir so eine kleine Info-Mail, da steht nochmal alles drin, was hier abgeht und was nicht. Wir können jetzt hier einen neuen Raum starten, Test. Teilnehmer hinzufügen, haben wir jetzt keine Unterhaltung starten und damit wäre mein Raum hier in Nextcloud Talk erstellt. Ich kann jetzt hingehen, kann hier entweder was reinschreiben, kann hier dann neue Teilnehmer hinzufügen
soweit die eben in meiner Nextcloud vorhanden sind. Also ich kann dann hier eben den Buchstaben T zum Beispiel eintippen und kriege dann hier direkt Tutorial vorgeschlagen, weil es eben mein Account ist. Hätte ich weitere Accounts angelegt, dann würden die hier dann dementsprechend angezeigt, soweit die Buchstaben eben passend sind. Also ich kann auch dann hier nachher den Namen von jemandem eintragen und dann sollte der hier angezeigt werden. Wir können auch hingehen, das Ganze anpassen. Wir können hier einen Link kopieren, denn die Unterhaltung können wir auch öffentlich machen. Also dass jeder, der den Link kennt, kann hier beitreten. Das ist übrigens dann auch dieser Link hier oben. Wir sehen hier so eine zufallsgenerierte Buchstabensuppe. Das ist der Link zu unserem Raum hier. Wir können den Ganzen anpassen. Wir haben hier übrigens noch ein paar Bubbles. Wir können in Vollbildmodus gehen, nochmal den Link teilen. Wir können auch im Lobby-Modus aktivieren oder das Ganze umbenennen. Wir haben dann den Button Anruf starten. Wir müssen dann dementsprechend hier zustimmen, dass eben über unserem Browser das Mikrofon zum Beispiel abgegriffen werden darf. Geben wir die Erlaubnis. Und dann sehen wir auch hier unten ist ein Ausschlagsbalken da, also er kann mich hören. Ich habe jetzt so keine Webcam angeschlossen, deswegen klappt das Ganze hier nicht. Aber ich kann meinen Bildschirm teilen, weil ich Firefox verwende und Firefox das Ganze eingebaut hat, dass man über Firefox den Bildschirm teilen kann. Sprich, ich kann das anklicken, kann hier dann auch nochmal zustimmen. Ja, ich möchte meinen Bildschirm teilen und verwende doch hier mal das Terminal. Der kann dann hier eben PuTTY abgreifen. Wir sehen hier ein Vorschaubild, ich sage nochmal erlauben und macht jetzt hier PuTTY als Vollbild, hör auf. So, gehen wir zurück. Wir sehen auch hier dann unser Bild, was wir streamen und das sehen dann auch die anderen. Wohlgemerkt, diese Funktion funktioniert momentan nur im Firefox. Wer Google Chrome nutzen will oder muss, der muss sich leider dort ein Add-on installieren, das Google Chrome das kann. Firefox kann das von Haus aus. Wenn ihr mit eurem Meeting fertig seid, einfach hier wieder auf Anruf verlassen. Und wir kommen dann zurück hier auf den Chatbereich und können dann weitere Räume anlegen oder was auch immer. Damit werden wir durch mit Nextcloud Talk. Ich hoffe, das kleine Video hier hat geholfen, hat gefallen. Wenn ja, dann lasst das Däumchen nach oben da, hinterlasst ein Abo, dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. Wenn auch Fragen da sind, gibt es unten die Videokommentare. Wenn ihr Probleme mit dem Add-on hier habt, dann wendet euch an die Community im Forum. Die helfen euch dort gerne weiter. Und ansonsten, ja, empfehlt das Video an eure Freunde weiter, soweit die auch eine Nextcloud in Benutzung haben. Ich habe euch auch unten noch passende Apps fürs Smartphone verlinkt, denn das Ganze funktioniert auch wunderbar auf Smartphones. Also ihr könnt auch von unterwegs aus dann euch miteinander unterhalten. Bis dahin, haut rein.